إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jeder Dank, alles Lob gebührt Allah. Ihn allein bitten wir um Hilfe und ihn allein bitten wir um Vergebung. Und allesamt suchen wir Zuflucht bei ihm vor den Übeln unserer eigenen Taten und vor den Übeln von uns selbst, die aus uns selbst heraus entspringen. Von unseren üblen Einflüsterungen unserer Seelen. Und wir bezeugen, dass jeder, der von Allah, dem Erhabenen, dem Rechtleitenden, den geraden Weg gewiesen bekommen hat, dass es für diesen niemanden gibt, der ihn in die Irre zu führen vermag. Und jedem, dem Allah erlaubt, dass er in die Irre geht, für diesen gibt es niemanden, der ihn zurechtleiten vermag, außer Allah, der Erhabene und Rechtleitende, allein. Ich bezeuge, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, dem Majestätischen, dem Glorreichen. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, sein letzter entsandter Prophet ist und sein ihm demütig ergebener Diener. Liebe Geschwister, vorab als Einleitung, was aber heute nicht das Thema sein wird, was sagt uns der 21. Mai? Hat uns der 21. Mai, der vor einigen Tagen vorübergegangen ist, uns irgendetwas gesagt? Und der 21. Mai hat sicherlich für knapp ein Sechstel, mindestens ein Sechstel, in anderen Moscheen zwei Drittel, eine sehr große Bedeutung für die hier lebenden Muslime. Denn der 21. Mai ist das Datum des Abkommens, was die damalige Bundesregierung mit dem Königreich Marokkos abgeschlossen hat, in Bezug auf das Anwerbeabkommen. Das heißt, dieses Datum, was komischerweise in den Medien, in den städtischen Veranstaltungen, in den Schulen, wo immer so gewisse Tage thematisiert werden, ja, heute ist der Tag der Menschenrechte, heute ist der Muttertag, heute ist der Vatertag, dann thematisiert man das so, dieser Tag ist irgendwie untergegangen. Und ich finde, dass die marokkanische Gemeinde vieles geleistet hat für diese Gesellschaft. Nicht nur für die Muslime an sich, sondern für diese Gesellschaft. Und Aufbauarbeit dort betrieben hat, wo Deutschland zerstört gewesen ist. Und harte Arbeit dort geleistet hat, wo niemand anderes zu finden war, der diese harte Arbeit auch leistet. Deswegen versuchen wir ein bisschen mehr, dies zu thematisieren. Denn wie gesagt, Anlass ist zu diesem Thema genug gegeben, auch wenn es kein 50-jähriges Jubiläum in diesem Punkt geben würde. Wir werden uns aber heute einem anderen Thema zuwenden, liebe Geschwister. Einem Thema, was den Platz einnimmt vom alljährlichen Thema der Gebetszusammenfassung. Aber ich hatte mir überlegt gehabt, dass es bereits zwei Freitagspredigten und mehrere Vorträge und Videos ins Netz gestellt und Artikel ins Netz gestellt und verschickt, dass all dies bereits erfolgt ist und wenn immer noch Problematiken herrschen im Umgang mit dieser Fatwa oder in der Akzeptanz mit dieser Fatwa, dann liegt es nicht an der Erklärung im Speziellen, sondern dann liegt es am großen Verständnis. Und ich möchte heute an einem, mit Allah Ta'alas Erlaubnis, an einem tiefergehenden, noch weiteren Verständnis unter uns Muslimen arbeiten, was unter anderem Anwendung findet auf Fragen wie der Gebetszusammenfassung oder Fragen der, beispielsweise der Berechnung des Ramadans oder wenn es allgemein um unterschiedliche Auffassungen unter den Muslimen geht. Liebe Geschwister, das Leben, es schreitet voran. Das ist eine Realität, kein Volk kann es leugnen. Das Leben bringt Wandlungen mit sich. Und so fühlen sich die Generation der 50-Jährigen irgendwo entfernt gegenüber der Generation der 30-Jährigen.
Und ich würde eine sichere Halal-Wette ohne Geldeinsatz eingehen, wenn ich sage, dass die Generation der 30-Jährigen gegenüber den 20-Jährigen sich ebenfalls genauso fremd fühlt wie die 50-Jährigen gegenüber den 30-Jährigen. Und teilweise die 20-Jährigen die Welt nicht mehr verstehen, wenn sie einige 12-, 13-, 14-Jährige sehen, wie sie sich verhalten. Weil die Zeit so schnell, gerade in diesem Zeitalter, voranschreitet und viele, viele verschiedene Wandlungen mit sich bringt, die auch die Menschen sehr stark prägen. Was sagt der Islam dazu, zu diesen Lebenswandlungen? Lehrt der Islam uns einen Rückzug, eine Isolation? Und wenn ja, wie würde das zusammengehen mit unserer Botschaft, dass wir sagen, dass der Islam für alle Zeiten, für alle Orte, für alle Situationen seine Gültigkeit besitzt? Und viel mehr als nur Gültigkeit, sondern auch den Menschen Wohlstand bringt. Den Menschen Wohlstand bringt. Nicht nur, dass man das einzuhalten hat und alle negativen Konsequenzen auf diesem Weg eben schlucken muss, sondern nein. Dass auf diesem Weg der Einhaltung den Menschen wahrer Wohlstand auch erwartet. Wie passt das zusammen mit unserer Aufgabe als Umma, die keinen weiteren entsandten Propheten mehr empfangen wird, der aufgrund von Offenbarung zu Allah Ta'ala einlädt? Wie passt das mit unserem Auftrag zusammen, diese Botschaft weiterzugeben? Wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und so haben wir euch zu einer Gemeinde gemacht, die Wasat ist. Wasat bedeutet einerseits die Spitze, das Beste, zum anderen die Gerechtigkeit und damit in Verbindung gebracht die Ausgewogenheit. Denn die ausgewogene Waage, sie ist die gerechte Waage, liebe Geschwister. Das heißt ohne Extreme, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Und wie können wir eine beste, ausgewogenste, gerechteste Gemeinde sein und Zeugen über die Menschen, damit ihr Zeugen sein möget über die Menschen und damit der gesamte Zeuge sei über euch. Wie können wir das sein, wenn wir uns zurückziehen? Wie können wir den Menschen, Ukhrijat linnas, wie es im Koran heißt, entsandt, herausgebracht für die Menschen, für die Menschheit, nicht gegen die Menschheit. Wie können wir für die Menschen einstehen, für das Wohl der Menschen einstehen, wie Allah Ta'ala das auch im Koran fordert? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und es soll unter euch eine Gemeinde entstehen, die für Khayr sorgt, die für Gutes sorgt. Und in diesem Wort Khayr, wie Sheikh Saban in einer seiner letzten Freitagspredigten auch wunderbar erläuterte anhand koranischer Verse, das bedeutet auch materieller Wohlstand. Das bedeutet auch materieller Wohlstand. Die soll also eine Gemeinde werden, die für das Gute eintritt, die für Wohlstand eintritt und das Gute gebietet, wie Allah es definiert, und das Schlechte verwehrt, wie Allah Ta'ala es definiert. Und diese, sie werden die Erfolgreichen sein. Und passt das mit dem Konzept der Isolation zusammen? Des Rückzuges, das damit beschäftigen wir uns nicht und wir wollen lieber auf der sicheren Seite sein und ja, uns da nicht irgendwie einmischen in diesen Punkt oder uns damit nicht beschäftigen. Ganz gewiss nicht, liebe Geschwister. Und die Frage, die überhaupt zu klären ist, für mich bereits geklärt ist, aber einige sollten sich darüber Gedanken machen. Ist der Rückzug überhaupt noch möglich? Nicht nur hier in dieser Gesellschaft. Wir reden von anderen Ländern, die einfach nur einen Satellitenempfang brauchen oder einen Internetzugang brauchen oder ein Radio brauchen oder ähnliches. Noch nicht mal lesen oder schreiben muss man in der Zeit können, um von dieser Globalisierung betroffen zu sein. Ist überhaupt noch Rückzug möglich, liebe Geschwister? Ist das überhaupt noch eine Option für uns? Wie gesagt, mögen sich diejenigen, die sich dieser Frage weniger gestellt haben, in der nächsten Zeit näher mit dieser Frage befassen.
Und die Frage, die auch damit zusammenhängt, wie gehen wir mit dem Mehrdeutigen unserer Religion um? In vielen der Freitagspredigten haben wir das erläutert, im Zusammenhang dessen, dass die Einheit der Muslime niemals durch das Mehrdeutige der Religion, wie Allah Ta'ala es auch so beschaffen hat, niemals zerbrochen werden darf. Sie muss immer erhalten bleiben. Und wie gehen wir im Rahmen dieser Lebenswandlungen damit um, dass sie auch in unserer Religion Mehrdeutiges haben? Nehmen wir das an, was unsere Großgelehrten der vergangenen Zeiten gesagt haben für ihre Situation und wenden es für unsere Situation an? Und sei es, dass die Situationen grundverschieden sind? Wagen wir uns an das Mehrdeutige nochmal heran? Oder sagen wir, die früheren Gelehrten, sie haben uns die Juwelen überbracht und wir können daran nichts mehr ändern, wir können nichts mehr Besseres geben? Das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen. Und Fragen, die jetzt eine Antwort bedürfen. Menschen, die jetzt sich in diesen Fragen befinden. Teilweise auch Menschen, die den Islam neu annehmen und sich fragen, ist mein Lebensstil, ist dies oder jenes für mich in Ordnung? Und dann müssen wir ihnen gerechte Antworten geben. Liebe Geschwister, die sich mit der Realität auseinandersetzen und mit den Texten des Korans und der Sunna. Und ein Hadith, der all diese Fragen anspricht und sie beantwortet im Zusammenhang mit anderen Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und natürlich auch Versen aus dem Koran, ist die folgende Überlieferung, die von den Gelehrten als authentisch bewertet wird und die unter anderem Abu Dawud in seinem Sunna-Werk verzeichnete. Inna Allaha yab'athu li hadhihi al-umma 'ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah, wahrlich Allah, er entsendet für diese Umma, und damit ist die Umma der Antwort gemeint, diejenigen, die dem Ruf des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind. Zu Beginn eines jeden Jahrhunderts jemanden, der ihre Religion erneuert. Im Sinne von restauriert, nicht im Sinne von, was im Islam verboten ist, die erfundenen Angelegenheiten, vor denen auch stark gewarnt wird, sondern dass jedes Jahrhundert jemand gesandt wird, der die Religion dieser Umma erneuert. Wir müssen uns fragen, was ist mit dieser Religion, was ist mit dieser Erneuerung gemeint? Was wird erneuert? Wie wird es erneuert? Wer erneuert? In welchen Bereichen wird erneuert? Und das Erste, was wir aus diesem Hadith lernen, liebe Geschwister, ist überhaupt die Notwendigkeit der Erneuerung. Allah Ta'ala, er gab damit eine Prophezeiung voraus über die Zunge seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die durch Offenbarung geführt wurde, liebe Geschwister. Er sprach nicht aus eigenen persönlichen Beweggründen. Damit ist schon enthalten, dass es Zeiten geben wird, wo die Praxis der Muslime, der Erfrischung, der Restaurierung bedürfen wird. Und ansonsten, wir kennen die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Alles, was statisch ist, was keine Dynamik entfalten kann, was keine Lebendigkeit entfalten kann, das wird irgendwann mal im Museum stehen, liebe Geschwister. Höchstens in den Büchern wird so etwas enthalten sein und in den Museen. Und um das zu verhindern, aus der Barmherzigkeit und Weisheit und Allmacht Allah Ta'alas entsendet er für diese Umma Menschen, die diese Religion wiederbeleben, wieder erfrischen, restaurieren. Und restaurieren heißt nicht, dass man das Gebäude abreißt und woanders ein komplett neues Gebäude aufbaut. Restaurieren heißt, dass man, wie man es im Denkmalschutz kennt, das Gebäude so wie es ist, es soll in seinem Charakter erhalten bleiben. Aber wir frischen es auf, sodass man das Beste aus den Fundamenten dieses Gebäudes mit den heutigen Möglichkeiten verbindet. Das ist damit gemeint, mit diesem Tajdid. Man yujaddid. Da ist das Wort neu in diesem Sinne dabei, nicht im Sinne von das negative, erfundene, sondern dieses erfrischende, diese Erneuerung im positiven Sinne. Mehrdeutig übrigens bleibt, es gab da keine Einheit unter den Gelehrten. Ab wann dieses Jahrhundert anfängt? Ist es mit der Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ist es mit
dem Zeitpunkt seiner Entsendung. Ist der Zeitpunkt seiner Entsendung, also mit seinem 40. Lebensjahr, ist das damit gemeint? Ist der Zeitpunkt seines Verscheidens, sallallahu alaihi wasallam, damit gemeint? Oder ist es der Zeitpunkt der Auswanderung? Und sei es, dass viele Gelehrte den Zeitpunkt der Auswanderung versetzen, weil dieser ja auch ein sehr geehrtes Datum ist. Und danach ja auch unsere Zeitrechnung, die muslimische Zeitrechnung, sie richtet sich nach der Auswanderung. Auch wenn viele Gelehrte diesen Hadith so verstanden haben, dass sich das auf eine Person bezieht, so gibt es auch Großgelehrte der Vergangenheit und der Gegenwart, die gesagt haben, das Wort Mann in diesem Hadith, also wer oder derjenige, das kann sich genauso auch auf eine Gruppe beziehen. Und viele Koranverse, die dieses Wort mit enthalten, sie meinen keine einzelne Person, sondern in Wirklichkeit jeder, der diese jeweilige Eigenschaft dann auch erfüllt. Und zu den klassischen Gelehrten in diesem Bereich zählt Al-Dhahabi und weiterhin Bismillahirrahmanirrahim Ibn Al-Athir. Und zu den heutigen zeitgenössischen Gelehrten zählt Al-Faradawi, die diese Interpretation auch mit unterstützen. Das heißt, es muss keine einzige Person sein, es kann sein, aber muss nicht. Aber wichtig für die heutige Zeit gerade, dass es eine Bewegung auch der Massen sein kann, wo auch jeder seine jeweilige Rolle spielen kann. Und diese Vielzahl, diese Vielfalt innerhalb der muslimischen Umma, die je nach ihrem Verständnis oder je nach ihrer Priorität versucht, die Religion wiederzubeleben, sie muss auch nichts Negatives bedeuten. Solange man miteinander zusammenarbeitet und sich nicht abspaltet und isoliert gegenüber den anderen Muslimen, kann daraus viel, viel Gutes erwachsen, liebe Geschwister. Gerade in einer Zeit, die eine Vielfalt von Kompetenzen auch einfordert. Weil es so vielfältige auch Situationen gibt, die zu bewältigen sind. Wir müssen uns vorstellen, dass wir wie ein Puzzle sind, liebe Geschwister. Jedes Teil ist wichtig, damit es am Ende ein Gesamtbild gibt. Aber wenn man den Puzzle, seine Arme, ja, den einzelnen Puzzlestücken, seine Arme abtrennt und dort, wo er etwas empfangen könnte, das verschließt, am Ende kann es kein zusammenhängendes Bild geben, liebe Geschwister. Man braucht diese Möglichkeit des Zusammenschlusses, der Kooperation. Ja? Ich hake mich dort ein und jemand anderes hakt sich auf der anderen Seite ein. Da ist es wichtig, dass Sie dieses Verständnis als Umma diesbezüglich verinnerlichen. Und der Hadith, worauf er auch abzielt, ist die Hoffnung. Und oftmals, gerade was die Endzeit anbelangt, ja, wir schauen uns die Bücher an, die sich mit diesem Thema befassen, und oftmals verbreitet sich ein Hadith oder beziehungsweise das Verständnis bezüglich eines Hadithes, der die Endzeit beschreibt, welcher mit Negativität einhergeht. Also dieses Verständnis mit Negativität, alles wird schlechter und alles Chaos und dies und jenes. Aber nein, dieser Hadith, er spricht von Hoffnung. Der Islam wird niemals antik werden. Der Islam wird niemals Gegenstand in einem Museum sein. Der Islam wird immer lebendig und erfahrbar sein und dynamisch sein und eine relevante Kraft auf dieser Erde sein, liebe Geschwister. Denn in Zeiten, wo die Praxis der Muslime eingerostet ist, wo sie nicht mit der Zeit mithält, dann wird Allah Ta'ala jemanden entsenden, und das kann wie gesagt auch eine Gruppe sein, eine vielfältige Gruppe sein, nicht eine einspurige Gruppe sein, der diese Praxis der Muslime wieder auf den Stand der Zeit bringt und somit wieder den Islam relevant macht. Ein Beispiel für ein falsches Verständnis gegenüber solchen Hadithen: Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich, dass die Zeit, die ihr durchmacht, wird immer besser sein als die Zeit der darauf folgenden Generationen. Und daraus leiteten einige Gelehrte ab, es wird immer schlimmer, 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 schlimmer. Ibn Hajar al-Asqalani, einer der Großgelehrten des Hadith, er sagte, dass dieser Hadith ist im Zusammenhang zu verstehen, dass gegenüber der Generation der Prophetengefährten alle anderen Zeiten schlechter sein werden. Aber dass es sein kann, dass es Höhen und Tiefen innerhalb dieser später folgenden Zeiten geben wird. Sodass es ein Hoch geben wird, was besser ist als ein vorheriges Tief. Mit dem geschichtlichen Beweis, dass die Zeiten von Omar ibn Abdulaziz, möge man mit ihm zufrieden sein, der sogenannte fünfte rechtschaffene Khalif, und bei Konsens der Gelehrten,
der Mujaddid, der positive Erneuerer des ersten muslimischen Jahrhunderts, seine Zeiten waren besser gewesen als die 60 Jahre vor ihm. Mit dem Geschichtsbeweis, wie gesagt, und mit dem Verständnis der Interpretation des Hadithes in einem Kontext. Wie gesagt, sind die Endzeiten auch mit Hoffnung verbunden, nicht nur mit, ja, dass alles immer schlechter wird. Und so sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der auch als authentisch befunden wird, dass er verglich die Ummah mit Regen. Und er sagte, man weiß nicht, ist der Anfang des Regens gesegneter oder das Ende vom Regen. Man weiß es nicht. Ja? Und das ist eine Botschaft, die uns Hoffnung in unsere Herzen hineintut. Wo gibt es diese Erneuerung, diese Auffrischung, diese Restaurierung? Gibt es diese Erneuerung in den Grundfesten, im Eindeutigen in unserer Religion? Wenn jetzt beispielsweise jemand wie Professor Khorshideh ein Buch herausbringt, wo er die Vorstellungen des Jenseits anders verstehen möchte oder die Realitäten des Jenseits, wie sie feststehen, anders verstanden haben möchte. Oder wenn er Allah Ta'ala andere Handlungen oder andere Eigenschaften zusprechen möchte, als Allah Ta'ala sich selbst zugesprochen hat. Liebe Geschwister, das ist kein Bereich, wo es Erneuerung, Auffrischung oder Restauration geben kann. Das ist nicht möglich, das ist nicht drin. Und genauso auch, wenn eine Gruppe, die sich Ahmadiyya nennt, für sich beansprucht, den Mujaddid des 14. muslimischen Jahrhunderts hervorgebracht zu haben. Jemand, der sagt, dass er der Mahdi gewesen ist und dass sein Dasein die Prophezeiung erfüllt, dass Isa alaihi salam nochmal zur Erde zurückgekommen ist. Das ist nicht drin, liebe Geschwister. Und da ist es dann auch interessant, dass die Vielfalt in der muslimischen Gemeinschaft, die teilweise auch starke Probleme miteinander hat, das wollen wir nicht verschweigen. Wir können nicht verschweigen, was gerade in Syrien passiert, wo sich Schiiten und Sunniten in einer Front gerade begegnen. Sehr traurig, wie gesagt. Zuvor gemeinsam an Fronten gestanden und jetzt gegeneinander. Aber selbst diese verschiedenen Gruppierungen, liebe Geschwister, und das ist gerade ein starker Beleg, ein eindeutiger Beleg, selbst diese kommen überein in der Frage, dass wenn es eine Gemeinschaft gibt, die für sich beansprucht, diese und jene Glaubensartikel zu haben, dass diese Gemeinde nicht mehr unter dem ansonsten weiten Dach des Islams Platz finden kann, sondern eine neue Religionsgemeinschaft begründet hat. Warum? Weil die Grundfeste, liebe Geschwister, eindeutig angetastet worden sind in den Glaubensinhalten. Und das ist nicht drin. Und damit an Relevanz nicht zu vergleichen, an und für sich, fragen, wie ist das Kopftuch eine Verpflichtung, ja oder nein? Wir sprechen hier nicht von der Lage, dass es einigen Schwestern auch zu Beginn ihrer Religiosität aufgrund der eigenen persönlichen Schwäche, und das ist ein Grund, der auch Anerkennung findet in der Scharia, sagt, ich bin noch nicht so weit. Dann sagt man, gut, dann arbeite darauf hin. Das tasten wir hier nicht an. Und ich schütze jede Schwester, die hierher kommt und ihr Kopftuch anzieht, um für das Gebet die entsprechende Abdeckung zu haben. Und diese Schwestern sind willkommen, genauso wie auch die Brüder hier willkommen sind, die noch Dinge teilweise auf ihrem Register haben, die weit darüber hinausschießen, liebe Geschwister. Nein, wir sind eine Ummah, die sich gegenseitig hilft und stärkt. Aber als Beispiel, solche Fragen sind in dem Sinne auch nicht antastbar. Warum? Weil sie eindeutig feststehen. Und es gibt einen Konsens, der über Jahrhunderte hinweg Bestand erfahren hat, was solche Fragen anbelangt. Das heißt, auch wenn an und für sich die Frage des Kopftuches niemals mit Fragen von Eigenschaften von Allah Ta'ala und seinen Handlungen gleichzusetzen ist, an und für sich, aber aufgrund der Eindeutigkeit, in dem Sinne auch eine gewisse Gemeinsamkeit genießt, da sagen wir, das ist nicht antastbar. Und damit stellen wir fest gleichzeitig, dass in allen sogenannten Zweigfragen, auf Arabisch Al-Furu'a, in allem Mehrdeutigen, also nicht in den Grundfesten und nicht im Eindeutigen, in allem, was mehrdeutig ist und in dem Sinne im Vergleich zweitrangig ist, in diesem kann es und muss es Erneuerung geben, gemäß diesem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Darüber hinaus, in allen neuen Situationen, denen schon die Prophetengefährten begegnet sind, bereits Omar, er als Khalif, er musste entscheiden, wie geht er mit einer Gruppe um, die jemanden ermordete. Eine Gruppe, die jemanden ermordete. Wird sie gerichtet wie der einzelne Mörder an sich? Oder muss man unterscheiden, wer trägt den Hauptanteil, also wer wird des Mordes beschuldigt oder angeklagt? Und wer zur Beihilfe zum Mord? Diese Frage ist nicht im Koran und in der Sunna eindeutig geregelt. Das heißt, Prinzipien müssen Anwendung finden. Und während dieser Anwendung kann es verschiedene Meinungen geben in diesem Feld. Und es gab andere Großgelehrte, die gesagt haben, Omar, dessen Entscheidung wird umgesetzt als Khalif, aber wir sehen es anders. Das heißt, in allen neuen Situationen braucht es eines Ijtihads. Und wie viele neue Situationen, liebe Geschwister, haben wir hier in dieser heutigen Zeit? Wie gesagt, die 30-Jährigen bestätigen es mit ihrem Gefühl gegenüber der Generation der 20-Jährigen. Und die 20-Jährigen bestätigen es gegenüber mit ihrem Gefühl gegenüber der jüngeren Generation. Es geht so schnell voran, so viele starke Wandlungen, gerade in unserem heutigen Zeitalter. Und der Islam, er braucht, beziehungsweise er ist dazu da, um diese neuen Situationen auch für uns zu regeln. Frage nach Organspende, nach den Möglichkeiten, die die Medizin uns in der heutigen Zeit auch eröffnet. Künstliche Befruchtung und pränatal, also die Diagnostik anhand der Gene, die man also vor der Geburt auch vornehmen kann. Ja? All diese ganzen Fragen, wir müssen sie klären. Ansonsten sind wir nicht relevant. Ansonsten sind wir nicht relevant, liebe Geschwister. Aber nicht, weil der Islam nicht relevant sei, sondern weil wir nicht die Praxis des Islams erfüllen. Fragen wie das Gebet, wie es zu regeln ist, wenn diese extremen Zeiten herrschen. Oder wenn das Zeichen des Eintritts eines Gebets gar nicht vorhanden ist. Fragen nach, wie geht man damit um, dass man den Ramadan tatsächlich berechnen kann. Weil man Satelliten ins All schickt, weil man große Computer hat, die man vorher nicht hatte. Oder starke, fähige Computer, die vielleicht so klein sind, die man vorher nicht hatte. All das erfordert eine Antwort. Aber auch im sozialen Bereich. Damals erzogen Großfamilienkinder. Damals genügte es tatsächlich, Vater zu werden. Ja, und irgendwie die Gesellschaft, sie kümmerte sich um die Kinder. Ja, man zeugte und zeugte und zeugte und irgendwie die Kinder, die wurden alle, ja, in irgendeinem Grad anständig. Aber niemand fiel durch. Aber heutzutage, liebe Geschwister, gilt die Weisheit, Vater werden ist nicht schwer. Ist nicht schwer. Aber Vater sein dagegen sehr. Wie gehen wir damit um, dass wir in sogenannten Minifamilien leben? Der Vater braucht eine neue Rolle. Er muss mehr sich mit dem Kind auseinandersetzen. Kinder in der heutigen Zeit brauchen mehr die Vaterfigur, wie sie in der damaligen Zeit eine gebraucht haben. Weil in der damaligen Zeit, wie gesagt, auch die Gesellschaft vieles von dieser Vaterfigur, auch wenn er damals auch immer wichtig war, aber vieles auch mit übernommen hat. Was, wie gesagt, in der heutigen Zeit nur von einem aktiven Vater übernommen werden kann. Also auch da brauchen wir, ja, neue, passendere Rollen für die hiesigen Bedürfnisse, die wir haben. Alles, was im Bereich des Mehrdeutigen fällt, liebe Geschwister, bei allem Respekt gegenüber den Großgelehrten, bei allem Respekt der Vergangenheit, bei allem Respekt gegenüber den vier Rechtsschulen, aber wenn es im Bereich des Mehrdeutigen fällt, und wenn wir in einer heutigen Zeit leben, die mit bestimmten Bedürfnissen, die mit bestimmten Charakteristiken einhergeht, dann ist das kein Verstoß gegen den Islam, auch gegen irgendeines der Gebote. Wenn man im Bereich des Mehrdeutigen eine andere Meinung bevorzugt, die ebenfalls eine starke Herleitung hat und die das hiesige Problem löst. Und vieles von diesen mehrdeutigen Fragen werden von den Muslimen behandelt, als ob das eindeutig ist. Ja? Aber eindeutig ist in dem Moment nur das Verständnis, was diese Person gegenüber der Lage hat und gegenüber den Texten hat. Aber das Problem liegt in der Person selbst, nicht in den Texten und auch nicht in der Situation an sich. Wenn beispielsweise Fragen behandelt werden wie eine neue Muslima, sie ist verheiratet, sie hat Kinder, ihr Mann unterstützt sie darin, dass sie zur Moschee geht und ja, er glaubt aber nicht. Wie viele sagen, die Ehe ist sofort geschieden und das ist Sinner, was da passiert. Tatsächlich ist das eine Meinung. Ibn al-Qayyim hat zu dieser Frage 9 verschiedene Meinungen erwähnt. Wo ist also das Problem, wenn man eine Meinung wählt, die in diesem Fall auch auf Omar zurückgeht, die in diesem Fall auch auf Ali zurückgeht, die in diesem Fall auch auf Imam al-Zuhri, der wohl der größte Hadith-Gelehrte des ersten Jahrhunderts des Islams war. Wenn man eine solche Meinung wählt, die sagt, nein, das ist nicht der Fall.
Und entweder kann die Frau wählen oder der Verantwortliche der Muslime kann wählen, etc., etc., etc. Warum muss man das mehrdeutig hier in diesem Fall wie ein Grundfest des Islams behandeln? Wie etwas, was per Konsens ist? Nein, es steht nicht per Konsens fest. Und es ist mehrdeutig in der Herleitung gewesen. Auch wenn in der Vergangenheit die Mehrheit der Gelehrten oder meinetwegen auch alle vier Rechtsschulen eine Antwort auf diese Frage gegeben haben, so gab es andere Großgelehrte, die eben eine andere Herleitung hatten. Und im Bereich dieses Mehrdeutigen, ja, ist es dann sinnvoll, wenn man schaut, okay, Schwester, ich versuche dein Problem wirklich zu klären. Selbst wenn ich vielleicht nicht von einer der Optionen überzeugt bin, aber ist es mein Problem oder ist es ihr Problem? Versuche ich mein Problem zu lösen? Möglicherweise, dass am Ende, wenn gehört wird, oh, der sagt dies und jenes und der nimmt die Religion nicht ernst oder der lehnt die vier Rechtsschulen ab. Lauter Quatsch, um es in einem Wort zu sagen, will ich mein Problem lösen, sagt Haram, dann hey, ich bin hier der Boss, bin ich. Ne? Oder will ich das Problem dieser Person lösen, die fragt. Und im Rahmen des Mehrdeutigen, liebe Geschwister, brauchen wir keine Erschwernis, anderen Menschen gegenüber aufzuerlegen, sondern wir können das wählen, was auch das Problem dieser Person dann auch löst. Und teilweise haben wir hier sowohl Mehrdeutiges als auch neue Situationen zu klären. Mehrdeutiges und neue Situationen zu klären. Und dazu gehört eben auch die Berechnung des Ramadans und die Zusammenfassung der Gebete im Sommer. Ein weiterer Punkt, wo brauchen wir diese Erneuerung, diese Erfrischung? Es ist in der Sprache. Wie wir mit den einzelnen Menschen umgehen. Weil die Sprache hat sich geändert. Manche Bücher, die übersetzt werden, so wunderbar diese Übersetzung auch sein mag, aber die heutige Jugend, die Sprache vom Sportverlag beispielsweise, die Standard für das Hochdeutsch in der heutigen Zeit gelten kann, die spricht die Jugend nicht an. Das, was Yotia Bamani gemacht hat, nur gesagt, mit ihm zufrieden sein, eine Sira zu schreiben, im Stil eines Romans, einer Actiongeschichte, ja, wo keine Lüge enthalten ist, alles basiert auf authentischen Quellen. Aber das ist es, was sie gebraucht haben. Und nicht so ein Band, sondern ja, sowas, was ein bisschen Appetit macht, auch ein bisschen ermutigt. Ja, das Buch, das werde ich durchgehen, weil in der heutigen Zeit sind wir alle lesefaul geworden. Das ist ein praktisches Beispiel dafür. Wir müssen auch die Sprache, unsere Art und Weise, wie wir mit den Menschen bezüglich der Religion sprechen, diese Sprache muss sich auch der Zeit anpassen, liebe Geschwister. Und dadurch erfüllen wir einen Auftrag Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, er sagt im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Und wir haben keinem Volk, oder wir haben niemals einen Entsandten geschickt, einen Propheten entsandt, außer in der Sprache seines Volkes, auf das er es ihnen klar macht, deutlich macht. Und das ist nicht nur die Sprache an sich, sondern da muss man auch die Kultur des Volkes lernen, da muss man auch die Mentalität des Volkes lernen, da muss man auch die Beschaffenheit der jeweiligen Generation kennen, die man gerade mit dieser Sprache anspricht. Ist er 15 oder ist er 75? Da gibt es einen großen Unterschied, auch wenn es dieselbe Sprache ist, liebe Geschwister. Auch andere Dinge sind Sprache, auf die wir gar nicht achten. Beispielsweise Architektur. Ich weiß mittlerweile nicht, ob ich mich freuen soll, wenn ich höre, dass eine Moschee aufgemacht hat mit Kuppeln und Minarett. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich bin hin und her gerissen. Weil das ist eine Sprache. Was signalisieren wir dieser Gesellschaft damit? Dass wir sagen, hey, wir können eine Kuppel bauen, die wir eh nicht benutzen. Oder hey, wir können Minarett bauen, was wir eh nicht benutzen. Sogar in islamischen Ländern wird das nicht benutzt. Und es gibt Gelehrte, die sprechen von Haram, eine Kuppel zu bauen oder ein Minarett zu bauen. Weil ich sage, das ist Geldverschwendung. Und damals waren das ganz praktische Dinge, die Kuppel. Das verstehen wir gerade vielleicht gar nicht. Die Kuppel hat dafür gesorgt, wie diese Nische hier, dass der Schall sich in alle Ecken und Enden des Raumes verbreiten kann. Das war praktisch eine Art Lautsprecher. Genauso auch das Minarett, dass der Schall sich weit verbreiten kann. Aber brauchen wir das in der heutigen Zeit? Jeder, der schon mal in der Tariq-Moschee gebetet hat, der denkt, der ist in einem Fußballstadion. Ja? Aufgrund der technischen Möglichkeiten. Brauchen wir das in der heutigen Zeit? Und welches Signal senden wir damit? Senden wir das Signal der Orientalistik, ja? Des Orientalischen, des Orientalischen ist im Westen angekommen? Vergiss das Orientalische. Wir sind Muslime.
Das ist eine Religion, das ist keine Kultur, das ist keine Epoche, kein Zeitalter. Wir brauchen was, das in die heutige Zeit reinpasst. Das ist zumindest ein Gefühl, was ich in meinem Herzen bezüglich solcher Fragen habe. Die Frage der Kleidung. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, man ja, die ganze Welt geht in die arabische Welt studieren. Menschen, die in England geboren sind, in den USA geboren sind, in Nigeria geboren sind, in China geboren sind und lernen in der arabischen Welt den Islam. Und kehren zurück und tragen ja, das Kopftuch des Mannes sozusagen aus der arabischen Welt, ja, den er, mit dem Kreis, der ihn der es festhält, hey Paul. Was ist das für eine Botschaft? Hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sich in Kleidung kulturell unterschieden von den Muschelkien? Kein Zufall. Natürlich gibt es Gebote, dass man mit seiner Kleidung nicht Missverständnisse verursacht. Wir tragen keine Kreuze beispielsweise oder Symboliken, seien sie farblich oder darstellerisch von anderen Religionen. Wir haben gewisse Partien, die wir auf eine gewisse Art und Weise abdecken. Aber hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, kleidet euch so, wie ihr mich kleiden gesehen habt, wie er es beispielsweise in Bezug auf das Gebet erwähnte? Nein. Und das ist auch Sprache, liebe Geschwister. Kleider machen Leute. Ob wir das wollen oder nicht. Aber es ist Sprache. Sprache, die wir für uns verwenden können, für unsere Religion verwenden können, oder aber auch die gegen uns spricht. Und Taqwa sollte in unsere Herzen hineinziehen, auch in diesen Fragen, um die bessere von zwei Möglichkeiten zu wählen. Wer kann Erneuerung vornehmen? Wer kann das machen? Könnt ihr euch an die Freitagspredigt erinnern, wo wir über die Qualifikationen des Muftis gesprochen haben, wo es hieß, er muss den Koran auswendig können, er muss die Sunna kennen, mindestens 3000 Hadithe, die mit den rechtlichen Fragen zusammenhängen, er muss natürlich die arabische Sprache verstehen, ansonsten hat er nichts davon, einfach nur Texte auswendig gelernt zu haben. Er muss die Situation kennen. Sehr wichtiger Punkt. Ibn Qayyim sagte, der Mufti, der jemandem eine Frage beantwortet, ohne zu fragen, wo er herkommt, er irrt in seinem Urteil. Selbst wenn es oberflächlich, ja, auf der Oberfläche richtig erscheint oder richtig sein mag. Der irrt. Das heißt, die Gelehrten, die am Beispiel der Gebetszusammenfassung, die nicht merken, dass wir praktisch Kinder haben, sind 11, 12, die haben die Pubertät erreicht. Die müssen ihre Gebete verrichten in den Zeiten. Dass wir alte Menschen unter uns haben. Dass wir kranke Menschen unter uns haben. Dass wir arbeitende, studierende Menschen unter uns haben. Dass wir Eltern unter uns haben, die vielleicht sowieso in der Nacht nicht richtig gut schlafen können. Und denen ist doch nochmal schwer zu machen, sagen, nein, ihr dürft nicht zusammenfassen. Diese Fatwa hat keine Grundlage. Obwohl über knapp 40 Gelehrte des Europäischen Rates zur Fatwa und Forschung diese Fatwa mit unterstützen. Der kennt die Lage nicht. Der kennt einfach die Lage nicht. Der will sich damit nicht auseinandersetzen. Weil es liegt nicht an der Möglichkeit der Zusammenfassung, ob sie besteht oder nicht. Das ist unter Gelehrten, die bereits schon festgestellt, das ist eine etablierte Meinung. Alhamdulillah. Ja, auch wenn man eine andere Meinung hat, auch wenn man persönlich vielleicht nicht meint, dass man ein Bedürfnis danach hat, weil man hat einen anderen Arbeitsplan oder man schläft sowieso nur 3 Stunden pro Nacht, man hat diese Biologie in sich, wie auch immer. Ja, aber trotzdem ist es eine etablierte Meinung. Aber wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen, liebe Geschwister. Ansonsten wird die Fatwa so oder so falsch sein. Und sei sie noch so sehr in Koran, Versen geschmückt und gekleidet und in Ahadithen darauf aufbauen. Gut, man muss wissen, was ist Konsens unter den Gelehrten und was ist kein Konsens unter den Gelehrten. Wir haben festgestellt, man muss die Zielsetzungen der Scharia kennen, um keine falschen Fatawa oder unpassende Fatawa zu sprechen. Die Konsequenzen der Entscheidung müssen bekannt sein. Man muss sie einberechnen, bevor man ein Rechtsurteil spricht. Warum beispielsweise hat Omar den Prophetengefährten untersagt, dass sie jüdische und christliche Frauen heiraten? Nicht, weil das per se vom Text verboten ist, aber weil er die Lage und die Konsequenzen, die mit solchen Heiraten verbunden gewesen wären, berücksichtigt und deswegen gesagt hat, nein, ich untersage dies. Ich erkläre es nicht für religiös verboten, aber ich untersage dies. Weil er die Konsequenzen dieser Entscheidungen mit einberechnet hatte. Man muss die verschiedenen Meinungen der Gelehrten zu einer Frage kennen, damit man nicht engstirnig, ja, und einseitig eine Fatwa spricht. Und natürlich brauchen diese Gelehrten auch eine rechtschaffene Lebensführung. Wie gesagt, nicht jeder kann irgendwie vom Internet oder hinter dem Computer eine Fatwa aussprechen. Es muss auch ein gewisser Einsatz für den Islam da sein, den man irgendwo auch mitbekommt, ja, in irgendeiner Form. Und auch als zusätzlicher Punkt in der heutigen Zeit, mehr wichtiger als je,
Fatawa, die von Gremien kommen, sind immer stärker als Fatawa, die von einzelnen Gelehrten kommen. Weil eine Person hat nur eine Sicht, hat nur zwei Augen, hat nur einen Verstand, den er anwenden kann. Aber eine Gruppe, wie beispielsweise der Europäische Rat für Fatwa und Forschung, ja, wo 30, 40 Gelehrte jährlich zusammenkommen und auch über das Jahr miteinander in Kontakt stehen, wenn die miteinander Ideen austauschen und Belege gegeneinander abwägen und am Ende mit einer Fatwa rauskommen, ist das viel stärker, als wenn es nur zwei oder drei Gelehrte gewesen sind. Das liegt auch auf der Hand an dieser Stelle. Wie machen die Gelehrten das? Wie erneuern sie die Religion für uns im Sinne von Restaurierung? Zum einen muss man das Kulturelle vom klar Religiösen trennen. Man kehrt zurück zu den Quellen, zu den religiösen Quellen und filtert alles Kulturelle erstmal weg. Und von diesen Quellen filtert man auch alle schwachen Quellen weg. Ja, aufgrund der Überlieferungskette oder anderen Gründe, wo man sagt, dieser Hadith, er ist nicht authentisch genug, dass man darauf ein Urteil aufbauen kann. Vielleicht sogar erfunden. Ja, eine Lüge möglicherweise. Und dazu zählt beispielsweise der Hadith, der eindeutig der Frau verbietet, die ihre Menstruation hat, die Moschee zu betreten. Die Frage ist unter den Gelehrten eine mehrdeutige Frage. Mag vieles dafür, mag vieles dagegen sprechen, für die Erlaubnis bzw. für das Verbot. Aber diesen Hadith als Beleg aufzuführen, das ist falsch, liebe Geschwister, weil dieser Beleg ist nicht authentisch. Dieser Hadith ist nicht authentisch. Und dann, liebe Geschwister, und das ist vielleicht eines der größten Fehler der Geschwister, die für sich behaupten, zurück zu den Quellen gegangen zu sein. Wenn man zurück zu den Quellen geht, liebe Geschwister, wird man eines anerkennen müssen. Ansonsten hat man eine gewisse Brille auch gehabt. Hat man ein gewisses Ergebnis im Vorfeld bereits gesucht und dann auch gefunden. Man muss die Vielfalt anerkennen. Manchmal ist der Hadith der Grund dafür, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und darüber wurden auch Bücher geschrieben von Großgelehrten des Hadiths in der heutigen Zeit. Manchmal sind die Quellen mehrdeutig. Man muss anerkennen, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt. Dass es die Herangehensweise des Wortlautes gibt, die Herangehensweise der Zielsetzungen gibt. Auch bereits unter den Prophetengefährten. Betet nicht, ehe ihr vorher das Gebiet der Bani Qurayza erreicht habt. Manche haben das Wort wörtlich verstanden, manche haben das in einem Zusammenhang verstanden. Und der Prophet Muhammad hat beides auch stehen lassen. Und es ist bekannt, dass Ibn Abbas die Erleichterung bevorzugte und der Sohn von Omar Abdullah, möge Allah mit allen zufrieden sein, er bevorzugte die Strenge. Das muss man anerkennen. In dem Moment, wo man sagt, wir kehren zurück zu den Quellen, wir orientieren uns an den ersten drei Generationen und dann wird es sagen, es gibt nur diesen einen Weg, das ist schon ein Widerspruch an sich. Dann ist man nicht richtig zu den Quellen zurückgekehrt, liebe Geschwister. Man muss die Realitäten studieren, da habe ich gerade eben ein Beispiel dafür gegeben, im Zusammenhang mit der Gebetszusammenfassung. Wenn man die Realität nicht studiert, wird man nicht das tun können, was Ibn Qayyim als Pflicht gesehen hat. Nämlich die Lage zu studieren, eine angemessene Fatwa der Lage gegenüber zu sprechen. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, im Namen des Rückzugs beispielsweise oder der Isolation, dann wird man nie und nimmer eine passende Fatwa sprechen können. Liebe Geschwister, lasst uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben kann. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Liebe Geschwister, der wohl wichtigste Bereich, innerhalb derer wir Erneuerung, Restaurierung, Erfrischung, Wiederbelebung nicht tagtäglich praktizieren müssen, sondern stündlich, vielmehr in jedem Moment, in dem man bewusst lebt, liebe Geschwister, ist die Erneuerung des Imans. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass man seinen Iman auffrischen soll, erneuern möge, indem man oft La ilaha illallah spricht. La ilaha illallah. Und der Koran selbst, er fordert uns dazu auf, dass wir ständig unseren Iman auffrischen und erneuern. Das heißt in der vierten Sure, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulih. O ihr Gläubigen, glaubt an Allah und an seinen Gesandten. Obwohl man als Gläubiger angesprochen wurde,
und beschrieben wurde, fordert Allah Ta'ala von uns auf, dass wir nochmal glauben mögen, Iman haben mögen, Überzeugung verinnerlichen, erfrischen, wiederbeleben mögen. Weil wir Menschen es brauchen. Ihdina as-sirat al-mustaqim. 17 Mal am Tag bitten wir darum. Oh Allah, bitte weise nicht, führe uns den geraden Weg, nicht mich, sondern uns den geraden Weg. Warum? Wenn ich bete, bin ich auch schon auf dem geraden Weg, oder nicht? Nein. Dass wir immer wieder zurückkehren, auch wenn wir in der Mitte des Weges sind, manchmal schweifen wir ab nach links oder nach rechts. Dass wir ständig diesen, die Rückkehr zum mittleren, zum geraden Weg auch anstreben. Wir müssen unseren Iman erneuern. Wir gehen jetzt raus und Konsum und Verführungen und Beschäftigungen des Lebens. Und oftmals kommen wir nach Hause und wir sind wie ein Kleidungsstück. Ja? Wir brauchen der Auffrischung, der Erneuerung, der Reinigung. Und dann am Ende kann man das auch genießen. Aber wenn wir nicht uns um unsere Religion kümmern und stetig erneuern und auffrischen, dann werden wir diese Süße des Glaubens nicht richtig schmecken können. Die Süße des Glaubens, die auch damit einhergeht, dass man an seinem Herzen arbeitet. Aber nein, es ist ein Rost, ein Schmutz auf ihren Herzen. Und diesen Schmutz, diesen Rost, den kriegt man weg, indem man seinen Iman erneuert und gute Taten tut, damit das Herz wieder aufgefrischt und sauber wird. Liebe Geschwister, lass uns in diesem Moment Allah Ta'ala bitten, wissen, dass er Al-Mujib ist, derjenige, der die Bittgebete beantwortet. Dass er derjenige ist, der erhört, der mit uns ist, mit seinem Wissen und mit seiner Barmherzigkeit. O Allah, ja Mujib, wir bitten von dir alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und wir suchen Schutz und Zuflucht bei dir, vor allem, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir Schutz und Zuflucht gesucht hat. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte helfe uns, die Pflichten zu erfüllen. Bitte helfe uns, auf den Pflichten Freiwilliges aufzubauen und dir näher und näher und näher zu kommen. Und unterstütze uns mit deiner Rechtleitung in den Zeiten, wo unsere Herzen schwach werden. Schicke uns immer jemanden aus deiner Gemeinde, der uns stärkt. Schenke uns Familienleben, oh Allah. Verheirate bitte die Unverheirateten unter uns. Und schenke den Verheirateten rechtschaffende Kinder, oh Allah. Und schenke uns einen umfassenden Segen, auf dass wir uns für deine Religion einsetzen können. Und für all die Geschwister und für alle Menschen überhaupt auf der Welt, oh Allah, denen es an Gerechtigkeit und Barmherzigkeit mangelt, oh Allah, bitte schenke uns ein tatenreiches Leben und lasse uns die beste aller Zivilisationen hervorbringen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Liebe Geschwister, spendet von dem, was Allah Ta'ala euch gleich gemacht hat, denn Allah Ta'ala verspricht im Koran: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Jazakumullahu khairan. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und was die Wohltaten deines Herrn anbelangt, so berichte darüber. Und ich darf euch verkünden, dankbar Allah Ta'ala gegenüber das Sheikh Mohammed Hashim aus der Tariq-Moschee, der Koranlehrer bei uns im Ramadan vorbeten wird, inshallah, und dass er eine Ijaza von Dr. Ayman Swaid bekommen hat, in der Rezitation des Korans auswendig vorgetragen. Das ist eine sehr, 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 sehr große Ehre und ein sehr großes Zeugnis, das man in dieser heutigen Zeit erfahren kann. Und Alhamdulillah, wir nehmen uns vor, im Ramadan inshallah hier zu sein. Bitte wandert nicht so sehr in die Länder ab, ja, nach Marokko, um dort einen angenehmeren Ramadan zu verbringen. Wir wollen noch hier ein bisschen Herausforderungen gemeinsam miteinander durchdenken. Da sagt man weiter. Wenn wir nun zum Gebet aufstehen, lasst uns die Lücken schließen, ohne einander zu bedrängen. Und die Handys mögen bitte ausgeschaltet sein. Der Hamukumullah, der Hamukumullah.